Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König und die Königin ziehen sich gerade zurück und genießen ihre Zweisamkeit, sie genießen die Ruhe. Die Königin gibt ihm auch die Kraft. Die beiden sind sehr nachdenklich und möchten etwas im Königreich verbessern. Die Königin möchte sich für die Gerechtigkeit einsetzen und sie kann sich auch behaupten. Der hübsche Prinz hat eine innige Verbindung zu seiner Mutter. Kommen auch Erinnerungen. Diesmal hat er ein gutes Gefühl dabei. Es ist alles schön und angenehm. Er nimmt seinen Gefühlen sehr intensiv war. Er braucht zur Zeit die Ruhe und er ist sehr zurückhaltend. Die schöne Prinzessin fühlt sich aber alleine gelassen und hat gerade eine innere Unruhe. Sie ahnt etwas, etwas Unangenehmes. Kann auch sein, dass sie Angst hat vor Veränderungen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Heute ist Neumond und das bedeutet, Sonne und Mond bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt die Licht von der Sonne und wenn die beiden sich treffen, wie heute, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten und für uns bleibt unsichtbar. All das befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Da passt auch gut die Mondenergie, weil Mond herrscht über diesem Tierkreiszeichen. Und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die Krebsenergie hat mit unserem Zuhause auch etwas zu tun und familiäre Angelegenheiten. Mond und Mars bilden sich auch ein Konjunktion in Tierkreiszeichen Krebs. Mond symbolisiert Mutter und auch Mütterlichkeit. Mars, der hübsche Prinz, steht ganz nah zu seiner Mutter. Mond bildet sich heute ein Trigon zum einen rückläufigen Jupiter und das bedeutet, die Königin setzt sich für die Gerechtigkeit ein und sie kann sich ganz gut behaupten. Es nähert sich ein Quadrataspekt zwischen Venus und Uranus und das ist die Unruhe, was die schöne Prinzessin verspürt. Sie ahnt etwas. Bedeutet auch inneren Unruhe. Immerhin, Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Uranus bringt auch Umbrüche, Veränderungen. Das ist auch möglich, dass sie Angst hat vor Veränderungen. Und das war die Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.